euch das ausschaut, was da geschehen ist. Den ganzen Hänselmännchen, die wir da gehabt haben, die da mitgearbeitet haben. Alle Clubmitglieder haben mitgearbeitet und sehr fleißig sogar. Und die, die nicht mitgearbeitet haben, die bedanke ich mich genauso, weil die sind wenigstens halt im Weg um und umgestanden. So, ich habe jetzt den Obmann vom ersten Fleußdorfer Billardclub bei mir. Wir sind da in den Hallen des ehemaligen Bambams. Wer es noch weiß, wer ihn noch kennt, viele kennen ihn gar nicht mehr. Es hat eine Heidenarbeit gemacht, wie ich sehe. Wie viele Arbeitsstunden stecken da drin? Also das sind, 3000 Stunden, wenn wir sicher gearbeitet haben. Schon im Vorfeld natürlich, weil wir ja schon seit Jänner planen. Unseren Umzug und der ist dann erfolgt im Mai, Ende Mai. Das ist eine ziemlich große Fläche, wie viele Quadratmeter habt ihr da circa? Wir haben 300 Quadratmeter da, Spielbetrieb und Nebenräume dazu. Das heißt, was ich so gehört habe, da kassiert man es gerade, circa 70 Mitglieder sind es momentan. Sind da eigentlich Turniere auch geplant? Es sind selbstverständlich Turniere geplant. Wir haben in der Zwischenzeit, in den letzten 30 Jahren, haben wir 3 Europameisterschaften veranstaltet. Und es ist nächstes Jahr ein großes Turnier geplant, ein internationales. Und heute sehen wir ja 2 besondere Virtuosen auf dem Gebiet. Ja, richtig. Das ist der Andreas Häffler. Er ist Vize-Weltmeister im Team und ist noch dazu Schweizer Meister und österreichischer Meister. Und Jimmy Sieberts ist österreichischer Meister und sind zwar Top-Spieler in Österreich, nicht nur in Österreich, sie spielen auch international in Europa. So, und jetzt eine ganz interessante Frage, wenn ich mich jetzt interessiere für den Billardsport, kann ich mich da bei euch bewerben? Ja, selbstverständlich. Wir bilden aus, wir haben einen Trainingstag in der Woche, wir haben Einzeltraining, Individualtraining, wir haben Videotraining und für Jugendliche und Kinder ist ein bisschen übertrieben, aber für Jugendliche machen wir natürlich das alles kostenlos. Dann wünsche ich für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, es wird eine schöne Eröffnung. Danke vielmals, Dankeschön.